Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen, jetzt passiert das wieder, zu einer neuen Runde Dead Synchronicity, Tomorrow Comes Today. Schweben, während sich alles um mich herum verändert. Ich hatte eine Idee, was ich machen kann, um an den Einkaufswagen zu kommen, muss man nämlich irgendwie das abdecken und ich habe ja einen Deckel dabei, oder? Ha, Topfdeckel, packe ich hier drauf. Mal sehen. Ich könnte schwören, dass der Deckel. Dann wird es genau wahrscheinlich kalt und der haut ab. Tonne hat. Vermute ich. Weil kein Sauerstoff mehr. Perfekt. Okay, doch noch Sauerstoff. Hat nicht funktioniert. Oder? Verdammt! Was ist das? Vielleicht ja doch. Dieses verdammte Drecksloch! Wird noch unser aller Ende sein. Ich sollte mich beeilen, bevor der Alte aufhört zu husten. Mal sehen, was der hier Schönes hat. Aha. Nur verrottetes Essen, zerschlissene Kleidung und Müll. Warte mal. Es sieht aus, als wäre da auch ein schmales Portemonnaie. Mit einer Reihe Kreditkarten. Dankeschön. Was zur Hölle macht der Kerl mit so viel Plastikgeld? Aha. Fenster. Ach, hier kann man reingucken. Cool. Das ist dann wohl Colin. Das muss Colin. Der kleine Colin sein, Rods Sohn. Er sieht krank aus. War er es, den ich im Wohnwagen vor Schmerzen hab stöhnen hören? Vermutlich, ne? Das ist die Frau. Das ist Rods Frau. Ich hab gehört, wie sie von der anderen Seite der Tür nach ihm gerufen hat. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen. Scheint sehr müde zu sein. Sieht aus, als hätte sie tagelang nicht geschlafen. Aber warum machen die keinen Vorhang vor dem Fenster, wenn die nicht wollen, dass Kranke da... Oh, Idioten. Rod scheint verärgert und besorgt zu sein. Was geht da drinnen vor sich? Eine Keksdose. Von hier aus sieht es aus wie eine dieser Metalldosen für dänische Butterkekse. Und dem abgegriffenen Aussehen nachzuschließen, würde ich sagen, dass sie immer und immer wieder benutzt wurde. Da ist wahrscheinlich Werkzeug drin, so wie man das kennt aus so Keksdosen. Ja. Es ist schwer, durch all den Dreck auf der Scheibe zu sehen. Auf der anderen Seite ist der Raum, in dem Rod und seine Familie sich eingeschlossen haben. You don't say. Ist hier noch irgendwas? Nee, okay. Aber ich habe ja noch dieses Portemonnaie. Gucken wir doch erstmal. Dies sind die verkohlten und verformten Reste einer Kreditkarte, geschweige denn, das ist irgendwie... Ich habe eine Idee. Da war doch der Schrank. Damit kann man bestimmt... mit der Kreditkarte den Schrank öffnen und dann kann ich mir Schuhe nehmen und dann kann ich da raus, oder? Ist das so einfach? Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ha. Gut. Der Riegel hat beim ersten Versuch nachgegeben. Da sind Schuhe da. Aber die Karte ist kaputt. Wäre schon besser für mich, wenn der Typ da draußen das niemals rauskriegt. Alte Schuhe. Lieber nicht. Es würde nur ein paar Stunden... Flasche Whisky. Kann man sich hier schön zusaufen. Kissenbezug. Warum nimmt er jetzt die alten Schuhe nicht? Es würde nur ein paar Stunden dauern, bis die Wunde wirklich schlimm wird. Warum die Laken wechseln? Der Kissenbezug ist ziemlich groß. Idee. Warum die Laken... Nein, das muss ich nochmal machen. Das ist irgendwie wieder zurückgegangen. Komm, zack. Einmal das zerknitterte Laken. Zack, okay. Dann haben wir da unten nämlich diese Feder, die rausguckt. Blablabla, das hatten wir schon mal. Zack. Okay, dann sehen wir mal, wie gut diese vorstehende Bettfeder schneiden kann. Verbände. Füße. Oder alte Schuhe. Das ist eine gute... Wenn ich sie so benutze... Whisky. Ich werde den Whisky benutzen, um die Verbände zu desinfizieren. Jetzt habe ich immer noch Whisky über. Nice. Kann ich mir noch die Hocke vollsaufen. Dann mal los. Ich werde die Verbände für meinen Fuß benutzen. Ich hoffe, der Alkohol reicht aus, um ihn vor einer Infektion zu schützen. Wenn ich trinke, ich den Rest, bin ich besoffen, dann ist das scheißegal.
Hoffen wir mal, dass diese Behandlung nicht zu einem reizenden Fall von Wundbrand führt. Welcher Bastard hat einen Deckel auf meine Tonne gelegt? Ihr wollt mich ersticken, ihr Arschgeigen! Ich glaube, der Typ da draußen hat gerade rausgefunden, was ihm seinen plötzlichen Hustenanfall beschert hat. Aha. Irgendein Feigling in diesem Drecksloch wollte mich ersticken. Mich! Wer war das? Wer war das? Komm zurück, damit ich dir deinen Deckel wiedergeben kann, du Hurensohn! Piep! Was war das? Hast du den Lärm gehört, Rod? Was geht da draußen vor? Ich weiß es nicht. Ich schau mal nach. Jetzt kommt Rod. Sieht aus, als wäre es der arme Säufer, der immer vor dem Wohnwagen herumhängt. Er regt sich mal wieder auf. Warum hat der jetzt die Tür aufgemacht? Nur gut, dass der arme Colin das alles nicht zu hören bekommt. Sag so etwas nie wieder, Rod. Es tut mir leid, Liebling. Ich habe nicht nachgedacht. Die Tür ist offen. Gehen wir da doch mal rein. Hi, my friends. Do you need sunglasses or you need a watch? Ich glaube, die brauchen keine Sunglasses. Aber was machst du hier? Raus hier! Du darfst hier nicht rein! Rod, es tut mir leid. Ich... Aber was passiert hier? Raus hier, Michael! Du hast nichts gesehen, verstanden? Raus! Raus! Okay. Entschuldige meinen Ausbruch, Michael. Ich hätte mich nicht so verhalten sollen. So bin ich sonst gar nicht. Aber diese neue Welt bringt das Schlechteste in allen von uns zum Vorschein. Okay. Es ist nur, dass ich es nicht ertrage, Colin so leiden zu sehen. Also solltest du dich zu deinem eigenen Besten von dem Raum fernhalten. Fernhalten? Warum? Es macht keinen Sinn, es zu verbergen. Du wirst es ohnehin herausfinden. Colin ist sehr krank. Und die Behörden behaupten, seine Krankheit sei extrem ansteckend. Extrem ansteckend? Ist er ein Zerflossener? Bei allem, was heilig ist, ich lasse niemanden in meinem Heim dieses Wort benutzen. Okay, jetzt habe ich es aber benutzt. Colin hat sich mit dieser verdammten Krankheit angesteckt. Und was genau ist das für eine Krankheit? Ist das für eine Krankheit? Weiß ich nicht, Michael. Das weiß niemand so richtig. Okay. Wir erfahren nur, was die Armee uns mitteilt. Sie sagen, die Krankheit sei extrem ansteckend und es sei unsere Pflicht, die Kranken den Reinigungsbrigaden zu überstellen. Aber niemand, der im Krankenwagen mitgenommen wurde, ist je ins Lager zurückgekehrt. Niemand. Wir können sie Colin nicht mitnehmen lassen, verstehst du? Ja, natürlich verstehe ich das. Sie sagen, die Opfer seien alle zum Tode verurteilt, dass es keine Erlösung für sie gäbe. Sie sagen, dass am Ende ihres Leidensweges und ihrer Visionen nur der Tod auf sie wartet. Ich glaube, dass sogar die Armee vor ihnen Angst hat. Aber es passieren wirklich seltsame Dinge mit den Opfern, Michael. Dinge, die du vermutlich nicht glauben würdest. Was denn? Ah, hier kann man sogar klicken. Was für Dinge passieren mit den Leuten, die mit der Krankheit infiziert sind? Seltsame Dinge. Unerklärliche Dinge. Die Kranken verfallen in eine Trance und dann gehen sie an andere Orte, Michael. Von dort bringen sie Informationen mit. Sie wissen Dinge. Sie reden mit Menschen, die nicht mehr bei uns weilen. Okay. So ergeht es uns nun schon seit Wochen. Was mit Colin passiert, wird immer und immer seltsamer und schwerer zu ertragen. Kontakte mit dem Jenseits. Mein Gott, seine Nerven müssen ja vor Müdigkeit und Stress vollkommen überreizt sein. Aber wie hat Colin sich angesteckt? Wie hat Colin sich angesteckt? Wir wissen es nicht. Niemand weiß, wie die Krankheit verbreitet wird. Wir wissen nur, dass die Krankheit nach der Katastrophe das erste Mal auftrat und dass sie sich rasend schnell ausbreitet. Also hat die große Welle die Zerflossenen mit sich gebracht. Ja, aber benutzt dieses Wort nicht mehr. Jedenfalls nicht in diesem Haus. Es ist so gemein und respektlos. Im Grunde wissen wir nur eines mit Sicherheit über diesen Wahnsinn. Die große Welle hat uns alles genommen und uns mit dieser Epidemie zurückgelassen. Es ist schrecklich, was mit Colin passiert. Wenn ich nur irgendetwas tun könnte,
Nun ja, Michael. Du kannst uns helfen. Ich bin sicher, dass es kein Zufall war, dass wir dich gefunden haben. Du musst uns helfen. Aber du hast selbst gesagt, dass alle Opfer sterben. Wie kann ich da helfen? Nein, es ist nicht alles verloren. Es gibt Gerüchte im Lager über ein Heilmittel. Okay. Es scheint, als hätten die Opfer in der Stadt auf der anderen Seite des Zauns Zugang zu einem Medikament. Aber hier drinnen können wir es nicht bekommen. Und alle meine Kontakte nach draußen... Nun ja, lass uns einfach sagen, sie können nichts tun, um uns zu helfen. Es gibt also ein Medikament, das sie heilen kann? Ja, es heißt, es herzustellen dauert lange und wäre sehr teuer. Und deswegen bleibt es den Stadtbewohnern vorbehalten, die dafür bezahlen können. Bring uns das Medikament, bitte. Ich flehe dich an, Michael. Collins Zeit läuft ab. Sich da einzumischen scheint gefährlich zu sein. Ich habe die Schießerei draußen gesehen. Und was ist mit der Ansteckungsgefahr? Ansteckung? Hast du Angst um dein Leben, Michael? Ohne unsere Hilfe wärst du jetzt tot. Tot! Vergiss das nicht! Darüber hinaus könnte ich dir im Gegenzug auch helfen. Ich könnte dir zurückgeben, was du verloren hast. Verstehst du das nicht? Aha. Mir wiedergeben, was ich verloren habe? Aber du kennst mich doch kaum, Rod. Ich weiß aber das Wichtigste, Michael. Ich weiß, dass du ein Gelöschter bist. Gelöschter? Was zum Teufel soll das denn heißen? Ein Gelöschter ist jemand ohne Gedächtnis, der sich an nichts erinnern kann. Es scheint, als hätte die große Welle einen enormen neurologischen Einfluss auf manche Leute gehabt, Michael. Du bist nicht der Einzige. Und auch nicht der schlimmste Fall. Es gibt auch Menschen, die nach der Explosion vergessen hatten, wie man redet oder geht. Einige verhungerten. Sie hatten vergessen, wie Essen aussieht, wie man es isst oder sogar, dass Essen lebensnotwendig ist. Essen ist lebensnotwendig? Du kannst dich glücklich schätzen. Du weißt wenigstens noch, wie du dich am Leben hältst. Das ist das Wichtigste. Der natürliche Erholungsprozess geht nur langsam voran. Er dauert Monate, wenn du dich überhaupt von alleine erholst. Hör mir zu, Michael. Ein Mann ohne Erinnerungen ist nur ein Schatten seiner selbst. Oder noch schlimmer, er ist ein Niemand. Ich habe da draußen immer noch Kontakte. Ich war ein ranghoher Mitarbeiter in der städtischen Verwaltung. Ich könnte deinen Namen ausfindig machen, deine Daten in den öffentlichen Aufzeichnungen, deine Fingerabdrücke. Ich könnte dir dein Leben schnell zurückgeben. Im Handumdrehen. Aber vorher musst du uns bitte helfen. Ich danke dir für deine Hilfe, Rod, und für alles, was ihr für mich getan habt. Aber... Hör mir zu, Michael. Wir wissen, dass unser Sohn möglicherweise dem Tod geweiht ist. Tatsächlich haben meine Frau und ich alles vorbereitet für den Fall, dass er uns verlässt. In der Kekstose. Unser Kind ist das Einzige, was uns an diese neue Welt bindet. Ohne ihn hat nichts mehr eine Bedeutung für uns. Solange es nur die geringste Chance gibt, ihn zu retten, sind wir bereit, alles zu tun, was nötig ist. Bitte, Michael, hilf uns. Bei allem, was heilig ist, hör ihn dir nur an. Er ist doch nur ein Kind. Rod, komm schnell her. Schnell! Bring uns das Medikament und wir helfen dir, dein Leben zurückzubekommen. Colin ist unsere einzige Hoffnung in dieser neuen Welt. Cool. Hilf uns, unsere Zukunft zu retten und wir geben dir deine Vergangenheit zurück. Ich verspreche es. Auf Wiedersehen, Michael. Nein, Rod. Warte! Ein Medikament holen? Hat er den Verstand verloren? Der Mann will das Leben seines Sohns in meine Hände legen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, wer ich bin. Ich werde da draußen wahrscheinlich keine halbe Stunde überleben. Aber Rod hat recht. Ein Mann ohne Vergangenheit ist nicht mehr als ein Schatten. Cool. Er will mir dabei helfen, mein Leben zurückzubekommen. Meine Erinnerungen. Wenn ich antworten will, dann muss ich dieses Heilmittel besorgen. Captain Obvious. Dann besorgen wir das doch mal. Gehen wir hier raus. Dim-di-dim. Warte mal. Bevor ich gehe, sollte ich alles Wichtige, was ich herausfinde, in dieses Notizbuch schreiben. Okay. Es könnte hilfreich werden,
Wie Rod gesagt hat, bin ich einer der Gelöschten, die die große Welle hinterlassen hat. Reden wir nochmal mit dem? Trauen wir uns nochmal? Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich werde... Nochmal. Okay. Nee. Bleib... Ich werde gerade in Steam voll gespammt. Zum Glück habe ich das Ingame mittlerweile ausgestellt. Was ist das? Kann man da einfach rausgehen? Ich glaube nicht, oder? Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Oh nein! Es fängt wieder an! Alles verändert sich! Alles! Alles verformt sich! Ich verstehe das! Gehen wir erstmal hier hin. Gucken wir uns das hier erstmal an, diesen Haufen. Hier ist eine Frau. Mädchen im weißen Kleid. Hallo, Herr Schlafmütze. Hallo, schöne Frau. Wie hast du mich genannt? Du bist Herr Schlafmütze. Ich habe gesehen, wie du im Wohnwagen von Colin geschlafen hast. Ich bin so froh, dass du jetzt wach bist. Ich habe nicht geschlafen. Ich war sehr lange krank in dem Wohnwagen. Nein, du warst nicht krank. Du hast geschlafen. Wie ein großer Stein, Herr Schlafmütze. Manchmal habe ich dir beim Schlafen in Rods Haus zugesehen und du hast im Schlaf gegrunzt wie ein Bär. Ein großer, fauler Bär, Herr Schlafmütze. Aber ich bin froh, dass du jetzt wach bist. Ich mag deine Stimme. Du klingst wie ein Ritter in einem Märchen. Herr Schlafmütze? Nein, so heiße ich doch gar nicht. Ich bin Michael. Nein, du willst mich nur reinlegen. Du bist Herr Schlafmütze. Mein Name ist Rose. Das Verhalten dieses Mädchens ist seltsam. Bisschen. Sie ist zwar ziemlich jung, aber sie redet wie ein ganz kleines Mädchen. Schön, dich kennenzulernen, Rose. Kennst du auch Rod und Colin? Natürlich. Ich gehe oft zu ihrem Haus rüber. Natürlich nur, wenn sie mich aus dem Van lassen. Rod und seine Frau waren sehr nett zu mir. Manchmal lassen sie mich mit Colin spielen. Wir sind sehr gute Freunde. Bist du auch ein Freund von Rod und Colin? Nee, ich habe nur so im Wohnwagen geschlafen. Ja, ich bin auch mit ihnen befreundet. Willst du, dass ich dir ein Geheimnis verrate, Herr Schlafmütze? Natürlich. Ich habe deine alten Sachen. Die, die du anhattest, als Rod und seine Frau dich gefunden haben. Ich habe sie im Van. Sie wollten sie wegwerfen, aber dann haben sie sie mir gegeben, um mein Baby darin einzuwickeln. Ihm wird kalt werden, jetzt wo der Winter kommt. Dein Baby? Du hast ein Baby, Rose? Ja, ich habe ein Baby, aber er ist jetzt nicht bei mir. Ich habe ihn verloren. Passiert schon mal, ne? Hast du ihn gesehen? Weißt du, wo er ist? Ich habe noch ein anderes Geheimnis für dich, Herr Schlafmütze. Zurück in den Van, Rose. Jetzt! Beweg deinen Arsch! Geh da rein! Noch ein Geheimnis? Moment noch, warte! Geh in den Van, Rose! Es ist ein sehr wichtiges Geheimnis, Herr Schlafmütze. Etwas über dich, etwas von vor der großen Welle. Aber erst muss ich mein Baby finden. Hast du ihn gesehen? Komm schon, Rose, du hast mich gehört. Du willst uns doch nicht wütend machen, oder? Oh-oh. Ich muss los. Auf Wiedersehen, Herr Schlafmütze. Armes Mädchen. Sie ist ja total verwirrt. Sie ist nur ein kleines Kind im Körper einer Frau. Und du? Wenn du mit ihr da rein willst, musst du bezahlen, wie alle anderen. Okay, das sind also ihre Zuhälter scheinbar. Hier steht Schläger, aber das ist ja wohl offensichtlich, was das ist. Ja, ich würde sagen, ihr lasst nun einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt, weil morgen geht's erst weiter, für heute ist Schluss. Ich sage bis morgen, haut rein, ciao!